Ja, diese Woche haben Alain Berset und Ueli Maurer den Abstimmungskampf eröffnet für das grosse AHV-Steuerpaket, wo wir am 19. Mai darüber abstimmen. Und sie haben das gemacht zusammen. Ja, zusammen haben sie das gemacht. Und das ist wirklich noch speziell, weil die zwei die liegen politisch so weit auseinander, dass sie es bis jetzt eigentlich nur heimlich getroffen haben. Und was für einen Plan haben die beiden vor? Die beiden kombinieren die Überbleibsel von der Unternehmenssteuerreform 3, die die Linken abgelehnt haben, mit den Überbleibsel von der Altersvorsorge 2020, die die Rechten abgelehnt haben. Das bringen sie zusammen in einem Päckchen. Also, das ist so ein bisschen wie wenn ich eine Kiste mit gebrauchten Glühbirnen in eine kaputte Waschmaschine reinrühren und dann hoffe, dass es leuchtet. Aber die Idee dahinter, also meine, die ist ja wirklich strategisch genial. Also, wenn du machst ein Gesetz mit Anliegen der Rechten und Anliegen der Linken, es hat für jeden etwas dabei. Und ich kann euch sagen, so Kombinationen, das ist erst der Anfang. Wir von Late Update, wir haben diese Woche herausgefunden, der Bundesrat bastelt im Geheimen schon seit längerem an einem noch grösseren Abstimmungspaket. Und zwar am Krankenkassen-Ausländer-Totalüberwachungszonenplan EU-Infrastruktur-Mediensteuer-AHV-Cannabis-Kampfjet-Gesetz. Oder abgekürzt gesagt, Katze im Sack-Gesetz. Laut dem Sitzungsprotokoll vom Bundesrat wird das Paket für die nächsten 20 Jahre alle weiteren Abstimmungen überflüssig machen. Und der Politgeograf Michael Herrmann hat für uns schon mal analysiert, wie die Chancen von dem neuen Krankenkassen-Ausländer-Totalüberwachungszonenplan EU-Infrastruktur-Mediensteuer-AHV-Cannabis-Kampfjet-Gesetz bei einer Volksabstimmung sind. Ich würde sagen, die Chance, dass Krankenkassen Ausländer Totalüberwachungszonenplan EU-Infrastruktur-Mediensteuer-AHV-Cannabis-Kampfjet-Gesetz durchkommt, liegt konservativ geschätzt bei etwa 97%. Auch ehemalige Bundesräte glauben an die politische Überzeugungskraft des neuen Krankenkassen Ausländer Totalüberwachungszonenplan EU-Infrastruktur-Mediensteuer-AHV-Cannabis-Kampfjet-Überwachungsgesetz. Wir leben ja heute in einer Zeit, in der sich alle nur in ihrer eigenen Blase bewegen, wo jeder nur für sich schaut. Und darum bin ich sehr froh, dass sich jetzt alle gefunden haben zum Krankenkassen-Ausländer-Totalüberwachungszonenplan EU-Infrastruktur-Mediensteuer-AHV-Cannabis-Kampfjet-Gesetz. Ich bin ja immer für Harmonie eingestanden. Und darum bin ich jetzt so glücklich. Der Moritz Leuenberger. Und diese Woche. Die Woche war im Vatikan der Missbrauchsgipfel der katholischen Kirche. Was für ein schöner Übergang. Der Papst Franziskus hat Bischöfe und Kirchenvertreter aus der ganzen Welt eingeladen. Endlich, im 2019. Ja, im Volksmund sagt man ja, der Papst hat den Gipfel zu spät bestellt. Die Bischöfe sind sich ja einig, die Kirche hat ein grosses Problem, weil viel zu viele Opfer zeigen den Missbrauch an. Darum haben sich im Vatikan auch Frage gestellt, wie bringen wir die Missbrauchten dazu, wieder das Maul zu haben, so wie das früher normal war. Wie kann man dafür sorgen, dass es keine Klagen mehr gibt? Und sie denken ja über eine sexuelle Weiterbildung für Pfarrer nachher. Ja, weil sie gehen davon aus, wer zufrieden ist mit dem Sex, beklagt sich ja auch nicht. Alles in allem muss man sagen, es war ein Gipfel ohne konkrete Konsequenzen. Auch viele Teilnehmer waren vom Gipfel enttäuscht. Ich glaube, sie haben den Sinn des Treffens einfach verstanden. Und ich meine, viele wären wahrscheinlich gar nicht gekommen, wenn sie gewusst hätten, dass der sexuelle Missbrauch an dem Gipfel nur diskutiert wird.